Zuma erinnert sich. Die lagen einfach in der Erde rum. Mir war klar, dass ich sie benutzen konnte, um dieser Stadt Regen und Wohlstand und Spaß zu bringen. Aber es gab Leute, die total neidisch wurden. So eine Außenseiterin hat eins der Räder geklaut und Experimente damit gemacht, um uns die Früchte zu klauen und mein Volk zu terrorisieren. Ihr meint diese Skorpione? Ich hätte pieksige Landkrabben gesagt. Aber ja, mein Volk brauchte Schutz. Aber dieses ganze Beschützen hat mich total gestresst. Ich musste meinen Nebenjob geheim halten. Deshalb habt ihr diese lächerliche Party-Girl-Figur erschaffen? Um euch zu tarnen? Wie bitte? Welche Figur denn? Ach, gar nichts. Versteht ihr nun? Ich kann mein Rat nicht hergeben. Es ist das Einzige, was die Stadt vor der verrückten Wissenschaftlerin schützt. Ich kann sehr gut verstehen, dass ihr euer Volk beschützen müsst. Aber eine noch viel größere Bedrohung naht. Wenn Klaus und Veruca hierher kommen, werden sie Tikal zerstören, wenn ihr euch ihnen widersetzt. Lasst uns euch vor ihnen schützen. Nachdenklich erhebt sich Zuma von ihrem Thron. Ich bin ja echt ein Fan. Ich liebe die Vibes, die Outfits, die Intensität. Aber ich kann nicht. Es sei denn, ihr besorgt mir das andere Rad, damit die verrückte Wissenschaftlerin keine Maschinen mehr baut. Ja! Ohne dabei zu sterben. Die verrückte Wissenschaftlerin wird euch vermutlich mit ihren Landkrabben zermalmen oder so. Du hast ja gesagt, bevor ich das erwähnt hatte. Oh, stimmt. Dennoch ja. In einer Vollmondnacht brechen die vier auf. Zuma und ihre Wachen begleiten sie aus der Stadt. So, weiter gehe ich nicht, Leute. Ich kann mein Volk nicht schutzlos zurücklassen. Ihr wisst schon, für den Fall, dass es euch direkt erwischt. Danke, Zuma. Wir sind... Ich möchte euch so, wie ihr seid, in Erinnerung behalten. Unschuldig und perfekt. Sie stupst allen auf die Nase. Boop, 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 boop. Das ist ein Doppelboop für dich und deinen Geist. Niemand darf auf meiner Nase Boop machen. Entschuldigung, ich kann ihn nur vorübergehend in Schach halten. Lebt wohl, ihr Fremden. Und viel Glück. Ihr werdet es brauchen, aber sowas von. Zuma hüpft in ihre Sänfte und die Wachen tragen sie zurück. Unsere Freunde gehen allein weiter durch den Dschungel. Und wonach suchen wir jetzt? Man bräuchte extreme Hitze, um das Metall dieser Skorpione zu bearbeiten. Wir suchen hier also eine Art Schmiede. Hey, wisst ihr, wir haben die Feuerpeitsche, oder? Bald haben wir auch die Sturmräder und den Helm. Bing, bang, bum, besiegen Klaus und Veruca. Aber wie geht es weiter, wenn wir dann alle Waffen haben? Verkaufen! War nur Spaß. Wir müssen sie verstecken, nehme ich an. Ja, aber irgendwer wird sie immer finden, so wie Rukmini oder Zuma. Oh nein, ich fürchte, da braucht sich eine schlechte Idee zusammen. Mit allen Waffen könnten wir mehr beschützen als nur eine Stadt. Wir könnten die ganze Welt beschützen. Passt auf, vier alte Meister haben die Waffen erschaffen. Vier neue Meister sind dabei, sie wieder zu vereinen. Vielleicht ist das unser Schicksal. Das Schicksal der Drachenritter.